Leute, ich bin's wieder, der Stefan von Auto Chiemgau. Nach einer ausgehaltenen Bänderdehnung oder fast ausgehaltenen Bänderdehnung geht's endlich wieder raus auf den Berg zum Overnighten. Wir bleiben also 2 Nächte draußen. Heute bin ich alleine, morgen kommen die Kameraden nach. Wir machen dann noch Holz fürs Winterbiwak. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt's einfach dran. Euer Stefan. So, dieses Wochenende bin ich am Zwieselmassiv im Chiemgau unterwegs. Dort suche ich 2 geheime Lageplätze, die man quasi sonst nicht findet. Los geht jetzt auf der Straße, hier wird es dann schon etwas steiler, musste also einige 100 Höhenmeter überwinden mit dem schweren Rucksack. Ist gar nicht so einfach, vor allem wenn man gerade eine Bänderdehnung hinter sich hat. Irgendwann sieht man, wurde der Weg dann plötzlich, war eigentlich fast gar keiner mehr da, es wurde ein Steig. Und macht aber Spaß, sowas zu gehen. Und es wurde dann immer steiler und steiler und immer undurchdringlicher. Und irgendwann musste ich dann sogar noch über ausgedörrtes Bachbett. Ich habe immer gute Ideen für Wege. Na ja, schauen wir, wenn wir da hochkommen. Genieße gerade die traumhafte Aussicht auf die Berge. Nähere mich langsam meinem Ziel. Ich genieße gerade die traumhafte Aussicht auf die Berge. Ein Wahnsinn. Und jetzt muss ich mir hier irgendwo noch ein Lager finden. Dann bin ich ganz glücklich. Das gestaltet sich hier an dem steilen Berg gar nicht so einfach. Man sieht, hier ist hier alles relativ steil. So, hier habe ich meinen Lagerplatz gefunden. Es ist nicht 100% gerade, aber hier ist alles so steil. Das ist das Beste, was ich gefunden habe. Vor allem haben wir hier den Vorteil, ich habe quasi mir hier schon einen schönen Sitz gemacht, dann später. Davor hier drauf kann ich dann mein Kochset da und kann natürlich, und das ist ein Traum, diese unglaublich schöne Aussicht genießen. Echt cool, muss ich echt sagen. Diamant. So, mein Ponchodach ist soweit fertig und da werde ich heute drunter nächtigen. Es ist kein Regen vorhergesagt, das heißt, es klang ganz locker, leicht. Zum Lageraufbau habe ich immer eine ganze Menge Paracord dabei, so ganz minige. Da wiegt der Meter nur 3 Gramm, haben aber 80 Kilogramm Zuggewicht und das sollte zum Zeltaufbauen, Tabaufbauen locker reichen. Wir haben also hier einige mit 2 Meter gemacht und eine lange mit 7 Meter, die ich dann als Fürstlein verwenden könnte, wenn es wäre. So, als Luftmatratze habe ich von der Firma Enkeo eine aufblasbare dabei. Hat zwar keine schöne Farbe, hat aber dafür gleich integriert ein Kissen. Und das finde ich natürlich super praktisch. Und so sieht das Ding dann fertig aus mit Kissen. Wunderbar. Und hier. Tja, die lege ich mir jetzt rein. So, langsam wird es finster. Eigentlich wollte ich euch nur zeigen, wie ich jetzt koche, aber die Dunkelheit, die kam früher wie gedacht. Da drüben sieht man nur beleuchtetes Haus, wenn
also ich werde es eher nicht sehen. Auf der anderen Seite vom Berg. Ja. Ja, dann schauen wir mal, was ich mal zu Leckeres zum Essen mache. Wie ihr seht, mein Spirituskocher läuft. Ich mache mir jetzt noch eine kleine Tasse Kaffee. Nachdem ich leider meinen Löffel vergessen habe, fällt das Abendessen leider aus. Leider muss ich mir zuerst mal im Hellen mal einen schnitzen. Aber okay, so hungrig bin ich heute nicht. Gibt es einen Riegel, den ich erledigt. Das links ist quasi mein Windschutz. Hier, auch wenn man sieht. Und mit dem kocht es eigentlich relativ gut. Und das ist meine Speedkocher, den ich auch schon in einem anderen Video vorgestellt habe. Und da drin ist aktuell mein Spirituskocher, der hier kocht. So, mein Hobo gibt gerade richtig Gas. Und vorher kam schon so eine grüne Spinne, die hat gleich geschaut, was ich hier mache. Also einen Freund habe ich auch schon gefunden. Also laut Thermometer hat es hier zwar fast 12, 13 Grad. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist gerade richtig kalt geworden. Gut, dass ich meine kleine Fließjacke dabei habe, sonst würde es mir jetzt echt frieren. Hier ist es ziemlich ruhig, das einzige ganz in der Ferne hört man mal ein Auto. Ansonsten ist absolute Ruhe, man sieht hier den Sternenhimmel. Ich denke, man kann es hier zwar nicht erkennen, aber man sieht immer nur vom gegenüberliegenden Berg, ich weiß nicht, ob man das sieht, ein Licht von einem Haus. Wahrscheinlich von der Alm oder sowas. Aber ansonsten echt traumhaft. Ich werde jetzt noch gemütlich ein Zigarettchen rauchen und dann gehe ich ins Bettchen. Da mittlerweile ein ziemlich kalter Wind geht, habe ich den zweiten Poncho nochmal dazu gebaut, um ein bisschen Windschutz zu haben. Hier habe ich meinen neuen Snackpack Elite 4. Und bin mal gespannt, wie sich der so macht. Der ist ja bis minus 10 Grad, der sollte mich also schön warm halten. So, hier haben wir nochmal ein Technikpaket geöffnet. Hier mit meiner Solarpowerbank kann ich natürlich mein Handy laden. Und mein Baufeng kann ich wunderbar Radio hören. Auch nicht schlecht. So Leute, ich liege jetzt hier in meinem warmen Schlafsack. Ist echt bequem, muss ich sagen. Okay, es ist ein bisschen abschüssig. Ich rutsche hier leicht von der Matratze runter. Aber das kriege ich auch noch unter Kontrolle. Ich werde jetzt mal schlafen und morgen früh sehen wir da mehr. Also, gutes Nächtle. Ach, sowas kann natürlich passieren, dass hier ein Stein unten ist, auf den ich nicht geachtet habe. Und schon hast du ein Loch in deiner Luftmatratze. Na gut, dass ich mein Klebezeug dabei habe. Kann ja eine lustige Nacht werden. Ach, Leute, ich kann euch sagen, es ist jetzt 5 Uhr morgens, ich bin gerade hellwach, schlafe gerade so wunderbar und dann fällt mir plötzlich volle Kanne was drauf. Da bist du von 0 auf 100 wieder hellwach. So, dann versuche ich wieder zu schlafen. So, nach dieser nächtlichen Aktion zuerst die Matratze kaputt und danach werde ich dann noch beworfen, aber ich habe doch noch sehr gut geschlafen. Es ist ein wunderschöner Morgen, Sonne geht gerade auf über die Berge, so stelle ich mir das vor. Ah, gut, dann gibt es jetzt Frühstück. Gestern Abend schon relativ bald dunkel wurde, konnte ich meinen Lageraufbau gar nicht mehr demonstrieren. Ich habe also hier dort unten meine Kochstelle gemacht und wo ich mich hingesetzt habe. Und hier quasi mein Lager.
kombiniert. Ich habe dann den zweiten Poncho in der Nacht dazu gebaut, weil ein eiskalter Wind ging. Ich habe den einfach hier nochmal mit drüber gelegt und hatte so dann einen gewissen Windschutz. War sehr viel komfortabler. So, hier wird gerade lecker Kaffee gekocht. Spiritusbrenner wieder im Einsatz auf meinem Esbit-Kocherset und mein kleiner Windschutz. Der ist echt sein Geld wert. Meine hat ja nichts gekostet. Und dann machen wir jetzt lecker Kaffee und dann noch ein lecker Brot mit Aufstrich. Und dann geht der Tag gut los. Ach, herrlich. Kaffee. Also quasi statt Nesbit habe ich einen Spiritusbrenner dabei, meinen selbstgebauten. Video dazu gibt es bei mir auf dem Kanal, verlinke ich da. Und der brennt ganz gut. Also man sieht, wie gut der brennt. Da fehlt sich nichts. Also zum Wasserwarm machen, einen halben Liter, gelangt der ganz locker. Und mein Kaffee ist auch fertig. So. Das war es dann soweit. Hier ist wieder zusammengepackt. Ich marschiere jetzt weiter. Wir machen heute noch Holz für unser Winterbiwak an der Hütte. Und deswegen sage ich Ciao. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, dann stellt es einfach unten in die Kommentare rein. Und ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich freuen. Und ansonsten sage ich Ciao, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.